Wenn du gerade auf der Suche nach einer Webcam bist, dann lass uns zusammen die eMeet Full HD Webcam mit Mikrofon, mit Lautsprecher ausprobieren, austesten. Und wenn dich das interessiert, bleib dran, denn bereits nach einem kurzen Intro legen wir damit los. Bis gleich. Hallo und willkommen zu einem neuen Produkttest auf Tipps, Tricks, Kurioses und Wissenswertes. Kurz gesagt TTKW. Mein Name ist Susch Vinzenz und wenn du gerne Produkttests schaust, Produktvideos, dann lass unbedingt ein Abo da, damit du keines meiner neuen Videos mehr verpasst. Lass am besten auch gleich ein Like da, damit hilfst du uns weiter und wenn dir das Video nicht gefällt, kannst du es ja am Ende wieder entfernen. Heute testen wir eine Webcam von eMeet, eine Full HD Webcam mit Mikrofon und mit Lautsprecher. Ich habe dir die Webcam unten mal verlinkt, da kannst du mal reinklicken, um dir nähere Informationen zu holen. Der Link führt dich dann zu Amazon, wo ich diese Webcam gekauft habe. Aber schau dir erstmal das Video in Ruhe bis zum Ende an, damit du auch siehst, ob diese Webcam überhaupt etwas für dich ist. Sie hat ein 90 Grad Sichtfeld und eine automatische Lichtkorrektur. Außerdem ist diese All-in-One USB Webcam mit einem Stereo-Lautsprecher ausgestattet und filtert automatisch Umgebungsgeräusche heraus. Ja, ich denke, dass gerade die Webcam derzeit beim Online-Lernen, beim Homeoffice und so weiter sehr praktisch ist. Ihr habt ein kleines Tragetäschchen dabei, wie das bei eMeet üblich ist. Ihr habt eine Schutzklappe, also ihr seht, ihr könnt diese Klappe hier ganz einfach, die ist magnetisch, da könnt ihr die Webcam schließen sozusagen, könnt das wieder aufmachen und so habt ihr eure Privatsphäre. Ihr habt ein sehr langes USB-Kabel enthalten, was ich als natürlich praktisch empfinde. Also das Kabel ist gut 2 Meter lang, was oft nicht der Fall ist bei Webcams. Ansonsten ist der Steckplatz hier auch gummiert, sodass es euren Bildschirm, euren Monitor nicht verkratzt. An der Seite habt ihr die beiden Lautsprecher und wir werden nun mal antesten, wie das Bild ist und werden auch mal antesten, wie der Sound von diesen Lautsprechern ist, beziehungsweise von der kompletten Webcam mit Mikrofon und so weiter. So, und wie ihr sehen könnt, also ich habe die Kamera jetzt ganz einfach über Plug and Play angeschlossen. Das war absolut kein Problem. Einfach USB-Stecker in den PC hinein und die Kamera war innerhalb von Sekunden einsatzbereit. Ja, jetzt Urteil selbst. Ich habe jetzt mal nichts verstellt. Urteil selbst über die Bildqualität. Ich bewege mich mal ein bisschen zurück und ein bisschen nach vorne. Auch über die Tonqualität und so weiter. Des Weiteren könnt ihr ja sehen, dass hier drüben ein helles Fenster ist, wo viel Licht hereinscheint. Und ich finde, die Kamera pegelt das super aus. Also sie bringt wirklich das optimale Bild zum Vorschein. Also ja, die Bild- oder Belichtungskorrektur funktioniert hier meiner Meinung nach richtig gut. Urteil selbst, ich will euch hier gar keine Meinung aufzwingen oder euch irgendwas sagen. Ich finde, das Bild ist top. Der Klang hört sich auch gut an, muss ich sagen. Ich habe eben mal reingehört in einen Test. Die Lautsprecher hören sich super an. Also ich finde, diese Kamera kann ich meiner Meinung nach absolut nur empfehlen. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr diese Kamera vielleicht sogar mal getestet habt, dann schreibt dies doch mal unten in den Kommentaren. Würde mich interessieren, würde bestimmt auch andere Zuschauer interessieren. Ansonsten lasst ein Like da, lasst ein Abo da, drückt die Abo-Glocke, damit wir uns auch in meinem nächsten Video bereits wiedersehen. Ich danke dir fürs Zuschauen. Ciao und bis bald, dein Susch Vinzenz. Und nun leg dich
wieder hin und schau dir weitere Videos von mir an. Ciao und bis bald.